at its attention. Inquisitor, on your command! Wow, das sieht ja schon mal recht gut aus. Felix, was hast du dir denn da angeschaut? Das Dragon Age Inquisition und das habe ich mir jetzt zum ersten Mal eine Gameplay-Demo anschauen können, eine halbe Stunde lang und da sieht man jetzt auch einige neue Szenen. Und ja, es ist ja eine Fortsetzung zu einem Spiel, das jetzt gerade im zweiten Teil, wo der Ruf ein bisschen gelitten hat und jetzt will BioWare also da, sag ich mal, die Reihe nach vorne bringen und so auch wieder die Fans von dem ersten Teil glücklich machen. Man sieht also, man hat jetzt hier eine neue Figur, den Inquisitor, und man ist wieder mit einem Team unterwegs und es geht jetzt quasi darum, dass in diesem Land, da ist jetzt eine neue Bedrohung, die Dämonen kommen jetzt durch einen Riss im Schleier in dieses Land geströmt und es ist eine riesen Verschwörung, die du da aufklären musst. Und wie man es halt so von Dragon Age kennt, es wird düster, es wird dramatisch und du sollst halt mit deinen Entscheidungen, die du da triffst, quasi wieder das Schicksal des Landes bestimmen. Die Politik sollst du bestimmen, welche Fraktion sich da mit wem verträgt. Und das ist schon alles sehr, sehr ambitioniert, was sie sich da vorgenommen haben. Was heißt das denn für die Spielwelt? Sehen wir da auch was Neues? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem haben sie jetzt, sie haben keine offene Welt, aber sie haben sehr große Gebiete, sehr weitläufige Gebiete, die man jetzt auch richtig frei erkunden kann, wo du auch wirklich Secrets findest und geheime Orte, Dungeons und so, was halt vorher in Dragon Age jetzt eigentlich gar nicht so die Marke war. Es ist keine offene Welt à la Skyrim, aber soll den Erkundungsspieler schon sehr, sehr ansprechen. Und was auch neu ist, sind diese Burgen, die man einnehmen kann. Da wird es ein paar in der Spielwelt geben, dass er wirklich musst du rein, musst die Leute umhauen, musst vorher noch Quests erledigen, um diese Burgen zu erobern. Und dann kannst du da deine Inquisition, diese Organisation, für die du da stehst, die kannst du dort dann quasi hinbringen. Du hast dann da wirklich NPCs, die da rumlaufen. Du kannst Agenten dann anheuern und die machen dann wieder irgendwelche Aufgaben für dich, sabotieren irgendwelche anderen Fraktionen und so weiter. Und darum geht's. Du sollst mit deinen Entscheidungen, die natürlich echt knifflig sind, sollst du die Macht deiner Inquisition ausbauen. Und wie sieht es denn mit dem Kampfsystem aus? Ja, das ist ein Thema, ein leidiges Thema auch für Dragon Age-Spieler. Im ersten Teil sehr taktisch, im zweiten dann eher actionorientiert. Und hier sieht man, es ist jetzt eigentlich sogar noch mehr Action auf den ersten Blick. Also du hast so eine sehr nahe Kameraperspektive an deiner Figur dran und löst die Schläge auch wirklich selbst aus. Also wirklich so eher wie, würde ich jetzt mal sagen, wie eine Art Witcher. Aber du hast auch gleichzeitig einen neuen Taktikmodus, den wir hier leider noch nicht zeigen können. Aber er sieht wirklich aus, also ich habe ihn schon gesehen, er sieht wirklich aus wie in Dragon Age 1. Die Kamera zoomt weit raus und dann kannst du wirklich sehr genaue Kommandos verteilen an deine drei Mitstreiter, die dabei sind. Du kannst dann also auch sehr, sehr detailreich vorgeben, was du da machst. Aber es wirkt nicht so schnell, wie wir es jetzt eben hier sehen, wie in Dragon Age 2. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Sie haben das Tempo wirklich gedrosselt. Also auf der einen Seite hast du mehr Action dadurch, dass du den Typen selbst kontrollierst. Oder jede, je nachdem, welche Figur du ausgewählt hast. Andererseits hast du aber halt auch wirklich ein langsameres Tempo und du hast mehr taktische Möglichkeiten. Und ich denke, da muss man einfach mal abwarten. Das Spiel hat ja noch ein Jahr Entwicklungszeit vor sich. Es sieht schon bis jetzt ziemlich cool aus. Lead this world to its bitter end.